In der Trödelshow, Bares für Rares, durfte sich schon so manch Teilnehmer über Geldregen freuen. Doch bei Kandidatin Birgit kam alles anders. Bei Bares für Rares erleben Kandidaten oft eine emotionale Achterbahnfahrt, wenn es um die Wertschätzung ihrer Raritäten geht. Birgit Leitinger musste am Donnerstag, 28. März, diese Erfahrung machen, als sie zwei farbenfrohe Porzellankakadus präsentierte. Die Erwartungen waren hoch, doch Expertin Dr. Friederike Werner brachte sie schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Bares für Rares, Kandidatin enttäuscht. Schon bei der ersten Begutachtung im Pulheimer Walzwerk wurden Mängel an den Figuren sichtbar. Obwohl diese nicht gravierend waren, so waren es doch Herstellungsfehler und Abriebstellen, die den Wert der Kakadus minderten. Birgit, voller Hoffnung, nannte einen Wunschpreis von 1000 Euro, eine Summe, die sie für angemessen hielt. Die Reaktion der Expertin kam prompt und ernüchternd. Dr. Werner taxierte die Porzellanfiguren auf lediglich 350 bis 450 Euro für beide zusammen. Es sind sehr schöne Exemplare. Aber ich muss doch die Beschädigungen berücksichtigen, erklärte sie. Die Enttäuschung war Birgit ins Gesicht geschrieben, und auch ZDF-Moderator Horst Lichter zeigte Mitgefühl. Das ist sehr schade. Die Hoffnung auf einen höheren Erlös lag nun auf den Schultern der Händler. Im Händlerraum entbrannte ein kleines Bieterduell zwischen Christian Fechtel und Jan Zizek, das Jan Zizek für sich entscheiden konnte. Er erwarb die Kakadus für 380 Euro. Trotz der ursprünglichen Wunschvorstellung von 1000 Euro zeigte sich Birgit letztlich zufrieden mit dem Ausgang. Sie akzeptierte, dass die Marktlage ihre Preiserwartungen nicht stützte. Es ist mir natürlich klar, dass die Preise verfallen sind, resümierte sie.